Bier mit Beigeschmack. Eine Geschichte aus dem Buch Bremer Geheimnisse von Tobias Meyer. Gelesen von Alice Echtermann. Heute back ich, morgen brau ich, singt Rumpelstilzchen im Märchen der Gebrüder Grimm. Das kommt nicht von ungefähr, denn bereits im frühen Mittelalter gehörte das Bierbrauen zum Küchenalltag wie das Backen. So fanden Back- und Brautag aufeinanderfolgend an denselben Feuerstellen statt. Aus praktischen Gründen, denn durch die Herstellung des Brotes waren freigesetzte Hefen in der Luft, die dann beim Brauen den Gärungsprozess unterstützten. Das war vielerorts so und erst recht in Bremen, der Stadt, die im Verbund der Hanse Unmengen an Bier verschiffte und deshalb als die älteste Bierhandelsstadt Deutschlands gilt. Von hier aus ging der Gerstensaft im 13. Jahrhundert unter anderem nach Skandinavien, Holland, Belgien und England. Wie das Bremer Bier wohl im Mittelalter geschmeckt hat? Wahrscheinlich mal so, sagt Braumeister Palle Jensen und schmunzelt. Denn das Wasser für die Herstellung des damals ausschließlich obergärig gebrauten Gerstensafts wurde einst der Weser entnommen. Wie das Bier mundete, hing also von der Qualität der Hauptzutat ab. Und die schwankte, vor allem aus einem Grund, sagt Jensen. Der Fluss war nicht nur Wasserlieferant, sondern auch Entsorgungsort für die Hinterlassenschaften der Bremer. Weil es längst noch keine Toiletten, geschweige denn Abwasserkanäle gab, setzten sich die Menschen auf den sprichwörtlichen Donnerbalken mit einem Loch in der Mitte oder hockten sich direkt über einen Eimer. War dieser voll, schleppten sie ihn, na, wohin wohl? Genau, zur Weser. Kippten die ganze Schiete hinein und ließen sie davontreiben. Wohnen an der Weser war deshalb, anders als heutzutage, wo die Quadratmeterpreise direkt am Ufer zu den höchsten gehören, vor allem wegen des fürchterlichen Gestanks eine lästige Angelegenheit. Andererseits hatten es Anwohner teilweise auch etwas komfortabler, denn da ihre Häuser am Wasser standen, bauten sie sich kurzerhand Abtrittserker und konnten ihre Notdurft aus luftiger Höhe in den Fluss plumpsen lassen. Natürlich gab es noch längst kein vernünftiges Reinigungssystem, das das fäkalienverseuchte Wasser aufbereitete, erklärt Jensen. Alles, was die Bremer hatten, war ein Holzrad auf Höhe der St. Martini-Kirche an der Schlachte, mit dem Wasser zum Waschen und Trinken geschöpft werden konnte. Nicht nur Privatleute hatten mit diesen unhygienischen Bedingungen und häufiger auch mit Krankheiten wie Cholera zu kämpfen. Auch die Brauer wollten so reines Wasser wie nur möglich. Deswegen ließen sie im Mittelalter öffentlich verkünden, wenn sie das nächste Mal wieder Bier herstellen wollten. Eine Erinnerung an diese Warnung lässt sich auch heute noch im Stadtbild finden, an Palle Jensens Arbeitsplatz, der Gastronomie Schüttinger. Diese liegt nur wenige Schritte vom Marktplatz entfernt und ließ mit ihrer Gründung 1990 die Erinnerung an die im Mittelalter populären Gasthausbrauereien wieder aufblühen. Direkt im Gastraum stehen zwei Kupferkessel, in denen eigenes Bier gebraut wird. Und draußen, neben dem Eingang, finden sich die Worte, die auch die Brauer aus dem 18. Jahrhundert nutzten. Heute wird bekannt gemarket, dass keiner in die Weser kacket. Morgen wird gebraut. Damit sollte verhindert werden, dass ausgerechnet am Brautag die Menschen mit ihren vollen Eimern zur Weser gingen und sich dort ihrer Geschäfte entledigten, erklärt Jensen. Mitte des 19. Jahrhunderts sah sich die Stadt gezwungen, die Entsorgung zu organisieren. Also berief sie den findigen Geschäftsmann Heinrich Alfes zum ersten Generalunternehmer für Stadtreinigung und Müllabfuhr. Alfes organisierte Pferde, Gespanne, Kutschen und Hilfsarbeiter und fuhr dann mit ihnen durch die Straßen, um die Eimer einzusammeln. Dafür wurde sogar ein Bremer Unrateimer eingeführt, ein offener Holzbottich, in dem die Bremer nicht nur ihre Notdurft sammelten, sondern beispielsweise auch das, was sie vor ihrem Haus zusammenkehren mussten, was wiederum zu einem Großteil Pferdekot war. Anstatt die Eimer in den Fluss zu kippen, fuhr Schieten-Alfes, wie ihn alle nannten, damit nach Asten. Dort hatte er eine Anlage aufgestellt, mit der er die gesammelte, Scheiße zu Düngemitteln weiterverarbeitete. Doch den Bewohnern stank der Betrieb gewaltig, sodass sie gegen Alfes klagten und dieser seine Firma dicht machen musste. Für Schieten-Alfes war das nicht weiter schlimm. Er hatte aus dem Geschäft mit dem Geschäft schon eine Menge Geld gemacht. Und bei den Brauern hatte er ohnehin etwas gut, weil er durch seinen Einsatz die Weser ein bisschen sauberer gemacht hatte.